Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Review hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, heute gibt es mal wieder ein Messer. Ein Messer aus der russischen Manufaktur Alexander Scheburkow, das mir freundlicherweise in einem Passaround vom Kanal und von der Firma Tools for Gents zur Verfügung gestellt wurde. Ja, wir haben hier wirklich einen High-End-Folder, das bislang teuerste Messer, das den Weg zu mir nach Hause gefunden hat und das ich jetzt die letzten 2,5 Wochen mal auf Herz und Nieren testen durfte. Das habe ich getan. Ich habe es wirklich fast jeden Tag mit zur Arbeit gehabt, habe damit alle anfallenden Aufgaben erledigt, Pappe geschnitten, wie ihr hier seht, beispielhaft gefespert. Ich habe Fleisch geschnitten in der Küche, Gemüse geschnitten in der Küche. Alle Aufgaben hat dieses Messer mit Bravour gemeistert und mein Fazit schon vorweg, ich bin mit dem Messer wirklich sehr, sehr zufrieden. Gehen wir aber mal ein bisschen ins Detail. Ja, wir haben hier einen Titanfolder mit 3D gefrästen Titan-Griffschalen, einem Titan-Backspacer, einem Titan-Pocket-Clip und auch Titan-Hardware. Die Schrauben hier, selbst der Öffnungsmechanismus an der Klinge, die Öffnungshilfe ist aus Titan. Wir haben hier eine Klinge mit einem Flachschliff aus M390 Böhlerstahl. Wir haben hier Carbon-Inlays. Wie ihr seht, also nur hochwertigste Materialien hier verbaut worden bei dem Messer. Ich würde das Messer hier als Custom-Messer bezeichnen. Hat folgende Bewandtnis. Aktuell, wie gesagt, hier eine M390 Klinge. Bei Tools for Gents, wenn ich das Messer dort bestelle, habe ich die Auswahl zwischen M390 Stahl, einen Damaststahl aus Russland. Es gibt den D2 Laminatstahl. Beim Griff habe ich die Wahl, den Griff hier in einem Titangrau zu bekommen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Griff blau oder bronze zu anodisieren. Bei den Inlays habe ich die Möglichkeit, einmal komplett drauf zu verzichten und mir dann bei den Inlay-Material eigentlich eine fast riesige Auswahl aus G10, Carbon, Knochen, also Giraffenknochen, Walross, Backenzahn, Holz, Mikata, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, kann ich mir hier auswählen. Beim Clip und beim Backspacer besteht auch die Möglichkeit, hier auf Thai-Maskus zu gehen als Alternative zum Titan, was quasi ein Thai-Maskus ist, quasi ein Titan-Damast, der leicht, der lila bläulich schimmert und wirklich sehr schön ist. So viele Optionen und damit ist das für mich fast schon ein Custom, oder ich nenne es ein Custom. Kommen wir kurz mal zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 19,5 cm von vorne bis hinten. Der Griff kommt auf 11,4 cm, die Klinge auf 8,3 cm. Nutzbare Schneide haben wir hier 8 cm. Klingenstärke ist 3,6 mm mit einem Jimping hier aufgebracht. Wir haben eine Griffdicke hier an der dicksten Stelle von 14 mm und mit Pocket Clip kommen wir hier auf 16,4 mm. Das Ganze bei einem Gewicht von 135 Gramm, was dazu führt, dass das Messer richtig satt in der Hand liegt. Ich habe relativ kleine Hände, Handschuhgröße 8 etwa, 8,5. Hier ist noch ein bisschen Platz, das heißt mit Handschuhgröße 9 hat man hier also auch noch ordentlich was in der Hand. Mit 10 dürfte es schon eng werden. Das Messer liegt, wie gesagt, sehr gut in der Hand. Ich bin ja Linkshänder, wie ihr hier seht. Also ich nehme es automatisch in die linke Hand. Hier drückt nichts, hier stört nichts. Der Fingerguard da optimal, also selbst hier beim Pocket Clip finden die Finger optimal ihren Platz. Also das macht, liegt echt einfach gut in der Hand. Wir haben hier eine Liner-Lock-Verriegelung mit einem zusätzlichen Steel-Inlay, das hier verschraubt ist, das heißt, es ist austauschbar. Sollte der Lock hier mal durchrutschen und sich dann vielleicht doch Klingenspiel einstellen, welches momentan aktuell nicht vorhanden ist. Die Klinge läuft auf Kugellagern. Wenn ich den Lock hier wegdrücke, läuft die Klinge, die fällt absolut.
Die Action ist sagenhaft und es macht wirklich riesig Spaß, mit dem Messer hier zu spielen. Der Detent ist wirklich sehr gut, hält die Klinge fest hier drin und ja, zieht die Klinge gut rein, baut aber dann beim Öffnen so viel Spannung auf, dass die Klinge immer satt öffnet. Das Geräusch, mit dem die Klinge aufgeht, ist ein schöner, satter Ton. Auch das muss bei einem Folder, bei einem High-End-Folder stimmen. Bei einem Mercedes erwartet man ja auch, dass die Türen beim Öffnen nicht so klapprig sich anhören wie bei einem Ford Ka. Da muss schon ein satter Ton fallen. Im Ganzen ist das Messer wirklich sehr schön designt. Hier im geschlossenen Zustand bietet sich eine Fläche. Ich habe hier keine Durchbrüche, wie es oft bei anderen Foldern ist, wo die Klingenwurzel hier nicht ganz bis zum Fingerguard geht und man quasi hier so eine Lücke hat. Das ist hier wirklich sehr gut gelöst, indem die Klingenwurzel, ihr seht es hier, weiter zurück gesetzt wurde. Und dann eben beim Öffnen den Anschlagspin hier komplett überdeckt, sodass der dann quasi auch nicht sichtbar ist. Alles wirkt sehr aufgeräumt, wirklich einfach top. Die Klingenbeschriftung ist auch sehr, sehr dezent gehalten. Wir haben hier nur das Logo von Alexander Scheburkow auf der einen Seite, auf der Rückseite den Klingenstahl und ganz unten findet sich noch eine Zahl eingelasert. Das steht für das Herstellungsjahr. Hinten dran ist noch ein Symbol, das ich nicht ganz erkennen kann. Es könnte eine 8 sein, die eventuell darauf hindeutet, dass das Messer im August 2016 gebaut wurde. Da müsste ich mich aber nochmal bei dem Flo dann richtig schlau machen, ob das so ist oder nicht. Auch zu erwähnen wäre noch, dass die Inlays hier nicht reingeklebt wurden, sondern dass die verschraubt sind. Das bietet also eventuell doch die Möglichkeit, diese später mal zu tauschen. Ich komme mal gerade hier etwas näher ran. So, jetzt haben wir, hier dürftet ihr die Schraube erkennen und auf der anderen Seite sieht man sie hier auch sehr schön. Einmal hier und einmal hier die Schraube, mit der die Inlays gehalten werden. Der Pocket Clip ist auch 3D gefräst. Hier kommen wir auch schon zum Hauptkritikpunkt von mir an diesem Messer. So wie ihr es jetzt seht, funktioniert der Pocket Clip nicht gut. Also er hat eine richtig starke Spannung. Dadurch, dass wir jetzt hier unten drunter das Inlay haben, ist es aber echt schwierig, das Messer in die Tasche über den Jeansbund zu stecken. Da wurde aber schon seitens Tools for Gents und Alexander Scheburkow reagiert. Bei den aktuellen Modellen ist das Inlay hier unter dem Pocket Clip nicht mehr vorhanden. Auf das hat man jetzt verzichtet und hat so einen etwas größeren Freiraum. Und das Messer lässt sich so wirklich sehr gut in die Tasche stecken. Das durfte ich dann auch auf der IWA vorletztes Wochenende schon ausprobieren. Und das hat wirklich gut funktioniert. Kleiner weiterer Kritikpunkt ist von meiner Seite aus der Backspacer. Das ist allerdings eine Geschmackssache. Der Backspacer schaut hier ganz leicht über den Griff hinaus, was prinzipiell nicht schlecht ist, also es ist alles schön gerundet. Wenn man aber mit dem Finger hier über den Griffrücken fährt, merkt man halt hier an dieser Stelle den leichten Übergang, wo der Backspacer anfängt. Das ist eben mein persönlicher Geschmack. Das hätte ich besser gefunden, wenn der Backspacer hier flach drin gesessen hätte, sodass man den Übergang hier nicht gespürt hätte. Ansonsten hätte ich nur noch als Kritikpunkt die Schrauben. Die sind zwar so sehr schön mit vom Design her, allerdings hat es eben auch den Nachteil, wenn man das Messer dann doch mal auseinanderbauen muss, hier einen passenden Schraubendreher zu finden. Mit einem flachen, mit einem normalen Flachschraubenzieher funktioniert das zwar. Ich hätte da aber immer Angst, dass ich hier abrutsche und dann eventuell die Schraube vermacke. Da wäre es schön, wenn man sich ein anderes Schraubendesign überlegt und quasi innen drin noch einen Torx hätte
oder aber ein passendes Tool hier für diese Schrauben direkt beiliegt. Geliefert wird das Messer in so einer recht einfach gehaltenen Pappschachtel, hier als Schublade gedacht. Zertifikat kommt noch mit, das habe ich jetzt gerade aktuell jetzt nicht hier vorliegen. Es ist alles recht einfach gehalten und wie ihr hier seht, also ich bin jetzt der dritte, der dieses Messer im Pass Around hat, hat die Pappschachtel doch schon einige Abnutzungen. Ja, hier hätte man meiner Meinung nach eine etwas schönere oder etwas bessere Verpackung nehmen könnten, mit einem schönen Magnetverschluss hier, wo das Messer schöner drin liegt. Das hier wirkt doch alles sehr billig, wie ich das eigentlich sonst nur von Low-Budget-Foldern von Ganzo her kenne. Das macht keinen so guten Eindruck, da fehlt einfach die Haptik und eben der Gesamteindruck leidet darunter ein bisschen, was aber das Messer in keinster Weise irgendwie schlecht macht. Kommen wir zu einem abschließenden Fazit von mir. Ich finde, mit dem Toucan ist Alexander Schebokow hier ein wirklich gutes Design, gutes Messer gelungen. Es ist definitiv ein eigenständiges Design. Durch die bauchige Form, wie so ein kleiner Keil, den man in der Hand hat, finde ich, wirkt das Messer sehr, sehr schön. Ich kenne sowas nicht auf dem Markt. Ich war ja auf der IWA, auf der ganzen IWA habe ich kein Messer gefunden oder gesehen, was dem auch nur annähernd ähnlich ist. Oftmals hat man viel ähnliche, gleiche Formen mit geraden Rücken oder schwer zu beschreiben. Also es ist wirklich ein eigenständiges Design, das sich wirklich von allen anderen aus der Masse abhebt. Ohne jetzt aber übertrieben zu wirken und schon wieder exotisch. Also ich hoffe, mein Review zum Toucan hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Shop von Flo und Richie vorbei. Link in der Beschreibung, wie immer. Ja, als nächstes geht das Messer dann zu dem lieben Schnorris 58. Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.